Die Phimose, also die Vorhautverengung, kann angeboren sein, also häufig bei Kindern anzutreffen, kann aber auch im Laufe des Lebens erworben sein. Bei Kindern versucht man initial erst eine Salbentherapie, um die Vorhaut etwas zu weiten und so zu erreichen, dass die Vorhaut wieder zurückstreifbar ist. Zeigt sich bei Erwachsenen eine Verengung der Vorhaut, so ist eine Salbentherapie nicht zu empfehlen, sondern die Therapie der Wahl ist die Beschneidung. Also die Vorhaut wird operativ abgetrennt. Der Eingriff kann in Narkose durchgeführt werden oder aber auch mit lokaler Betäubung. In der Regel kann der Eingriff ambulant durchgeführt werden und sollte nicht länger als eine Stunde dauern.